das Wrack ist hier irgendwo auf der Insel? Sind die Geschichten wahr? Das ist schon richtig, ey. Warum ist es verflucht? Tja, weil es durch die Luft geflogen ist. Das ist verständlich. Vor allem, die Golgari ist hier besonders verhasst, weil die Frau von dem Gouverneur dabei gestorben ist. Und man meidet sie. Aber ja, gibt sicherlich den einen oder anderen tollkühnen Führer, der für das ein oder andere an Geld euch dorthin bringt, wenn ihr wollt. Verflucht ist es trotzdem. Ja, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Mir einen kompetenten Magier dabei. Und Abel mir. Ja, ich wollte euch gerade und ein Zwerg sagen, aber nun gut. Da hatten wir den gleichen Einfall, nicht wahr? Ja, zwei dumme Esel, nicht wahr? Schon. Nun, um wieder ernsthaft zu sein, das klingt was beunruhigend. Habt ihr denn, ich weiß nicht, keinen Exorzismus oder so vorgenommen? Warum soll ich einen Exorzismus vornehmen? Ich bin Fexgeweihter. Wir haben hier meines Wissens keine Boronis. Ach so. Und der Exorzismus selber wäre natürlich auch verboten, weil damit würde man die Geister dann ja immer wegschicken. Aber wir wollen sie ja zu Boron bringen. Ah, schon ein natürlich. Thema. Mhm. Ja, mir hat vielleicht auch einfach der richtige Begriff gefehlt. Ihr habt die Geister einmal befragt nach ihrem, warum sie noch hier sind. Ist nein. Hilfreich meistens. Nein, haben wir nicht. Nun, dann liegt das Wrack vermutlich an einem Ort, wo es nun ja nicht im Weg umgeht. Gestrandet auf einem Felsgipfel. Wenn es da keinen Weg ist, warum soll man denn noch dran rumpieksen, aber mehr? Welch ein Ende für eine Legende, würden jetzt einige Alanfana sagen. Nun, ich denke, auf einem Flaggschiff der alanfanischen Flotte könnte man eventuell noch die eine oder andere Kleinigkeit finden. Hi, wenn die Basalttruhe, Kosch-Basalttruhe noch drauf ist. Was? Kosch-Basalttruhe? Wovon redet ihr? Hört ihr an Bord dieses Schiffes? Man hört doch die Geschichten der Alanfana und der Flaggschiffe, was sie ja für magische Waffen darauf beherbergen. Ihr solltet mal in der Alanfana Kneipe gehen. Golgari hier, schwarze Armada da, man hört nichts anderes. Tja, wenn ihr wollt, kann ich euch jemanden suchen. Aber solltet das nicht so in der Taverne, vor allem nicht hier bei den Seesaldern rumtratschen. Denn die bekommen ihren Sold vom Gouverneur. Und der Gouverneur hasst nicht unbedingt Alanfana, aber vor allem die letzten Überlebenden, die sich für die Golgari interessieren. Das ist eine gute Idee. Vielleicht sollten wir diese Unterhaltung auf das Hotelzimmer verlegen. Es ist eh Zeit für einen kleinen, ein kleines Essen. Die Küche soll hier sehr gut sein, so sagte man mir. In dem Hotel, nicht hier. Sicher doch. Dorkstein fühlt euch eingeladen. Ich bin mir sicher, der gute Mann hat zu tun und wird vermutlich zu Hause auch besser versorgt. Ich werde euch eine Liste reingeben, dann könnt ihr dann sagen, wie viel ihr haben wollt und dann machen wir den Preis aus. Ihr verkauft das dann im nächsten Hafen weiter, welcher auch immer das ist. Machen wir so. Habt Dank. Wir werden uns dann im Laufe des morgigen Tages bei euch einfinden. Sehr gut. Sagt einmal, mein lieber Dorkstein, wenn wir einen längerfristigen Handelsvertrag offerieren müssten oder wollen, müssen wir dann mit dem Gouverneur sprechen oder mit dem Hausstörerbrand? Ja, der Gouverneur spricht ja für das Hausstörerbrand. Würde ich schon so machen, aber lass da am besten den Milian aus dem Spiel, sonst fängt er wieder an. Ich hatte nicht vor, mit diesem Dichter mich zu beschäftigen. Ja, ich hab's mir fast gedacht. Nee, dann redet am besten mit Radulf Hademann. Das ist ein sehr konservativer Mann, aber deswegen geht's hier zwar nicht voran, es bleibt einfach alles, wie es ist. Und da könnt ihr sicherlich dann die Händler, die Handelsfahrten, könnt ihr dann sicherlich dann überzeugen, an einem Hafen eurer Wahl für entsprechendes Entgelt und den Umweg zu bezahlen. Nun, dann würde ich vorschlagen, das gehen die werte Visierer Abelmir und Jalan gemeinsam an. Und währenddessen werde ich morgen mit Diamantes und Rafim noch einmal aufs Schiff gehen und verschiedene Sachen abstimmen. Kleinigkeiten. Ja. Nur wie immer, Kleinigkeiten.
Nun gut, vielleicht sollten wir uns nun jetzt zurückziehen für ein, nun ja, Diner. Ja, Diamantes Hand zittert, greift sehr einmal in sein Etui und holt schon halb eine Zigarre raus, bis er sich dann doch besinnt und die dann wieder reinsteckt. Aber für einen kurzen Augenblick ist sie zu sehen. Ach, scheiße. Warte, gibt's hier vielleicht irgendwann eine Wasserpfeife oder irgendeinen Tabak, den man rauchen kann? Warum wartest du nicht einfach, bis wir drüben sind? Ja gut, dann viel Spaß auf dem Vico-Platz. Und dann noch einen schönen Abend. Natürlich. Zwinkert euch Dorkstein zu und verlässt euren Tisch. Ich reiche Diamantes ein kleines Päckchen mit Kautabak, was mir der Zwerg in Hotterlehm gegeben hatte. Diamantes hier, wenn du es gar nicht mehr aushältst. Oh, danke, Boltax. Du bist ein Lebensretter. Wie haltet ihr das nur aus? Ohne alle Augenblicke einen Zug von der Zigarre zu nehmen. Das ist ja schlimm, Diamantes. Ich dachte, ihr hättet das aus Genuss und nicht, weil ihr darauf angewiesen seid. Ei, aus Genuss. Das ist der größte Genuss, den man haben kann, den Rauch in der Lunge zu spüren. Aber den Rauch dann auf einmal nicht mehr in der Lunge zu spüren, das ist ein Gefühl von Abwesenheit, als würde ein Teil von mir fehlen. Der größte Genuss, den man haben kann, ist die Feinde der Götter auf dem Scheiterhaufen zu sehen. Ja, in der Tat. Der größte Genuss, den man haben kann, ist der Blick am Goschminia. Ah. Ich glaube, ihr habt alle noch nie Karinor-Zigarren geraucht. Jedenfalls, sieht so, dass eure Angelegenheiten auf die Reihe bekommen. Ich will morgen Abend spätestens wieder hier ablegen. Ja. Dorksteins kann man nicht trauen. Nun ja, ist der Text viel weiter. Dorksteins kann man nicht trauen. Ja, das macht's ja nicht besser. Es verschlimmert die Sache nur. Und diese Art von Textgewalten könnt ihr auch nicht trauen. Und nur um es klarzustellen, die schönsten Momente der Welt macht man natürlich in Al-Anfa. Eine schließt das andere nicht aus. An Angosh Minias Blick auch in Al-Anfa genießen, nicht wahr? Nicht, wenn sie nicht da... Gehen wir! Ja. Ja. Ja, so könnt ihr wieder zurück in das Hotel von Vico Störrebrand gehen und dort entweder etwas essen oder eure Zimmer beziehen und den Rest des Abends ausspannen. Noch irgendwas, was ihr tun mögt. Aber mir, ihr müsst mir helfen. Was fehlt euch? Ach, die Diamantes und ihr schreibt so seltsame Gedichte und habt ihr nicht gesehen nach Hause. Und wenn ich jetzt keins schreibe, dann muss ich mir von meiner Frau wieder anhören, warum ich denn keins geschrieben hätte, wenn sie den Brief von eurer Frau vorgelesen bekommt. Nun, da kann ich sicherlich helfen. Danke! Was schwebt euch dann vor? Ich weiß es doch mal richtig aus mit der Dichterei, nicht so. Nun, was habt ihr auf dem Herzen? Was wollt ihr ausdrücken? Dass es uns gut geht, so wie immer halt. Es geht uns gut, das Wasser ist blau, die Winde sind schneidend kalt. Das Übliche halt. Und dass ihr eure Frau vermisst, dass ihr eure Kinder vermisst, nicht wahr? Ja, ein bisschen. Natürlich. Aber das weiß sie doch, dass ich sie vermisse. Das muss ich ihr doch nicht schreiben. In der Tat, manchmal wollen Frauen auch etwas hören, dass ihr sie vermisst und sie liebt. Und eure Frau ist doch eine Rondra-Geweihte, nicht wahr? Ist sie. Dann schreibt doch etwas Rondra-Poetisches. Ich weiß nicht. Mut und Tapferkeit, so etwas. Aber sie ist doch schon mutig und tapfer. Und sie weiß doch, was ich mutig und tapfer bin. Warum soll ich ihr das dann noch schreiben? Aber ihr könnt ja sagen, dass ihr ihren Mut und ihre Tapferkeit besonders toll findet. Das freut sie sicher. Ihr vermisst ihren starken Schwertarm an eurer Seite. Und fragt sie, ob sie euer Schwertgehänge vermisst. es ist ein wenig plump, Boltax. Ach so. Nun, verzeiht. Ja, gut. Ich meine, ich kann vielleicht, ein bisschen irgendwie versuchen. Vielleicht sollten die erstmal einen Ruheentwurf schreiben und wir schauen ihn uns dann zusammen an. Ich hatte eigentlich gehofft, du würdest ihn einfach schreiben und wir setzen meinen Namen drunter. Nein, 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 so funktioniert das nicht. Es muss aus eurem Herzen stammen. Sie würde es merken, glaubt mir das. Und sie würde euch es nie verzeihen.
schreibt doch so etwas wie frisch gewagt, ist halb gewonnen, fast schon ist mein Werk vollbracht. Deine Augen leuchten mir wie Sonnen, nur dem Feigling ist es Nacht. Na? Nun ja, ist etwas plump, aber ja, in der Richtung. Ja, so preist ihr ihren Mut und sagt, dass ihr ihre Augen vermisst, die wie Praios. Nicht wahr? Ja, genau. Ja, das klingt nicht verkehrt. Ja. Wie gesagt, ihr solltet erstmal eine Rohfassung schreiben. Das, was euch am Herzen liegt, was ihr vermisst. Und denkt dran, nichts soll ungesagt bleiben. Auch wenn ihr denkt, dass ihr es weiß. Das scheint mir falsch. Versuchen wir es. Ja, dann. Ihr könnt so noch ein bisschen unten im Hotel sitzen, noch ein paar Speisen zu euch nehmen, während ihr dann so ein bisschen darüber nachdenkt, was Jarlan dann nach Hause schreibt. Die Sachen, die es hier zu essen gibt, sind unglaublich lecker. Viel Fisch, die dann eben mit verschiedensten Gewürzen noch verfeinert werden. Lorbeeren, wie gesagt, Vanille kann es geben, eine kleine Zuckerkruste und dann eben auch Süßkartoffeln, die dabei gereicht werden. Auch einige Blüten, auf die ihr dann essen könnt und die dann in dem Mund ein berauschendes Gefühl in euch warm werden lassen. Also das Essen ist hervorragend, möchtet ihr meinen. Und das, was euch so ein bisschen stört, ist, dass überall werdet ihr von Vico angesehen. Sogar eine kleine Statue aus Holz, die Rafim etwas neugierig betrachten kann, aber wenn ihr euch sie genauer betrachtet, das ist sie wieder einmal das Gesicht von Vico. Sag mal, was war das eigentlich mit diesem, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, Miljan. Miljan, danke. Er war doch eigentlich ganz nett, was hat er gewollt gegen ihn? Na, ich weiß es auch nicht. Ich meine, ich verstehe ja eine gewisse Konsternierung, wenn der Junge seinen Pflichten nicht nachkommt, aber um die Uhrzeit. Oh, ihr müsst diese Blüten hier probieren. Sehr lecker. Nun, ich vermute, er hält ihn für einen Taugenichts. Ein Menschen, der nur von seinem Geld, von seiner Familie lebt. Ich dachte, viele Fexgeweihte sind Taugenichtse. Nun, ich dachte eher an mir, ja nicht an den Fexgeweihten. Aber die kompetente Art. Kam mir nicht sehr kompetent vor. Wobei, als er meinte, wir sollten unsere geschäftlichen Angelegenheiten lieber nicht mit Melian besprechen, dachte ich kurz, vielleicht sollten wir sie gerade mit Melian besprechen, denn er würde bestimmt schnell einwilligen zu was auch immer wir ihm vorsetzen. Das dachte ich mir auch, aber dann kam mir dieser Stint vorbei. Ich vermute, dieser Melian hat nichts zu sagen in Geschäftsdingen. Nun, er scheint die Plantagen zu verwalten. Nun ja, er leitet sie, wenn ihr versteht. Ich denke auch, dass er nicht wirklich etwas zu sagen hat, zumindest wenn seine Berater nur einen Funken Verstand haben, dann werden sie das wohl zu verhindern wissen, dass er Verträge unterschreibt. Nun, er muss ja keine Verträge unterschreiben, er muss uns nur einen guten Preis für die Waren machen, die wir bar bezahlen und direkt mitnehmen. Ihr wisst schon, so wie sich das gehört. Ja, irgendwer muss hier bei uns ja aushändigen. Das wird er wohl nicht selber machen. Er wird dazu wohl jemanden anweisen. Nun, ich denke, wir werden am besten mit diesem Gouverneur reden. Wie ist er gleich nochmal? Radulf Hademann? Genau. Hademann, genau. Ja, wollen wir uns dieses Schiff dann jetzt noch anschauen oder nicht? Wenn ihr es machen wollt, dann aber morgen. Richtig. Wir könnten mit dem Schiff ablegen und in den Süden segeln. Das war die Idee, weswegen ich mit Diamantes und Rafim zurück aufs Schiff wollte. Ich würde mir Marcella noch mitnehmen und dann würden wir uns dieses Schiff angucken, während ihr das Geschäftliche macht. Ich meinte, wir müssen mit dem gesamten Schiff die Insel umrunden. Ja. Wir wollen nicht hierbleiben. Nein, wir würden euch danach wieder abholen. Ein Kapitän gehört auf sein Schiff. Ich bin mir sicher, Haaswolf hat das im Griff. Ein Kapitän gehört auf sein Schiff. Nun, Abelmir, wenn ihr mitkommen wollt, dann sagt das einfach. Ich denke, Zulamin und Jaran kriegen das Geschäftliche. Warum regeln wir nicht erst die Geschäfte und legen dann ab? Wir müssen doch sowieso die Insel halb umrunden, um weiterzufahren. In der Tat. Nun gut. Ich würde mir dieses Schiff auf einem Berggipfel auch gerne ansehen. Ja, vielleicht habt ihr da auch eine gute Eingebung, Diamantis. Das hat doch was Romantisches.
Speergeschütze oben auf einem Berg. Also aus der Perspektive habe ich das noch gar nicht betrachtet, Rafim. Ja, ja, ja. Eine sehr gute Idee. Vielleicht finden wir auch irgendeinen großen Affen, der euch angreift, der euch dann fast tötet. Dann könnt ihr von eurer Heldentat berichten. Und ihr solltet aber nicht eure Frau mit einem morschen und alten Kahn vergleichen. Ich glaube, das wäre unangebracht. Oder Abelmir? In der Tat ist es ein wenig abgeschmackt. Wir schauen mal, was euch einfällt, wenn wir vor Ort sind, denke ich. Sitzen wir eigentlich in einem Separé oder? Ich nehme an, wir sitzen in unseren Quartieren. Ja, jetzt gerade sitzt ihr wie unten in einem Separé, sodass ihr euch dann ungestört unterhalten könnt, ja. Okay. Und die Zimmer haben dann nur 2 Betten und können dann beliebig aufgeteilt werden. Wenn wir das, wenn wir die Golgari aufsuchen, ich fühle mich unwohl, wirklich, Geheimnisse mit euch zu teilen. Und vielleicht hättet ihr darüber nachdenken sollen, bevor ihr da drinnen schon angefangen habt, Geheimnisse auszuplaudern. Nun, also was ist jetzt in dieser Truhe? Ich weiß es nicht genau. Mir wurde nur aufgetragen, wie einigen der hohen Offiziere, dass sobald die Operation aus... Es sollte eine experimentelle Waffe sein, irgendwas Magisches. Vielleicht kann uns Paligan, Malcheska darüber mehr sagen. Ja, richtig, deshalb wollte ich sie ja mitnehmen. Das und auf jeden Fall können wir es nicht dort herumliegen lassen. Wer weiß, wer es sonst findet. Ja, zumindest zu gefährlich, um es offen rumliegen zu lassen. Wir hatten auf dem Flaggschiff extra eine Koschbasalt-Truhe, wo das eingeschlossen wurde. Kann es sein, dass die Koschbasalt-Truhe selbst schon besagte Waffe ist? Ich habe mir die Rohalsgefäße. Ja. Könnte es sich um so eines handeln? Nein. Ein Rohalsgefäß ist eine andere Art von Gefäß. Und sind sie nicht auch aus Koschbasalt gefertigt? Ich habe etwas noch nie gesehen. Die Beschreibungen legen nahe, dass sie eine sehr hochgradig antimagische Präsenz verbreiten. Aber woraus sie bestehen, das weiß ich nicht. Koschbasalt hat keine Präsenz. Koschbasalt ist einfach nur im Weg, so wie ich es verstehe. Wir werden sehen, was wir dort finden. Vielleicht ist es uns hilfreich, wenn wir die Sachen bergen und die Sachen, die für das Alanfanische Imperium nützlich sind, nun ja, dem General übergeben oder den Mitoin. Eine Verhandlungsposition, meint ihr? Ein Geschenk. Dazu müssen wir allerdings erst einmal feststellen, ob was auch immer da drin ist, nicht gefährlich genug ist, dass wir es an Ort und Stelle vernichten sollten. In der Tat. Wenn das es eine so mächtige Waffe ist, warum richten wir sie nicht auf Darion? Weil mächtige Magie gegen seine Feinde zu richten genauso gut nach hinten losgehen kann, wenn man nicht weiß, was man tut. Ja, aber wir haben einen mächtigen Magier an Bord. Wen? Mich, aber wir wollen erstmal schauen, bevor wir uns hier über die Theorie streiten. Vielleicht ist die Truhe auch schon lange weg. Die Schlacht ist schließlich auch 2 Jahre her. Vielleicht ist das, was da drin war oder immer noch drin ist, hat seine Wirkung schon längst entfaltet. Und hat keine Wirkung mehr. Nun, wir werden das wohl herausfinden müssen. Aber da ihr den schwarzen General ansprecht, ich hatte, als ich eine kleine Blockade hatte, während ich meinem Gedicht geschrieben habe, mich in einigen Worten an ihn gewandt und trage den Schrieb immer noch bei mir. Ich wollte Paligan drum bitten, diesen auf magische Art und Weise ihm zukommen zu lassen und ihn über die Umstände in der Perle aufzuklären, falls er das noch nicht weiß. Ist er nicht dieser Mann, dieser General aus dem Kromkrieg, den man dann nach Port irgendwas abgesetzt hat? Nach Port Korat, soweit ich weiß. Korat, genau. Nein, Port Korat. Und wie kann der uns jetzt noch helfen? Ich dachte, wir haben bereits die Unterstützung des Rates der 12. Nun ja, die Dinge sind ein wenig in Bewegung gekommen, wie es scheint, in Alanfa. Ihr seid über die Historie der Politik in Alanfa nicht sehr vertraut, oder? Nein. Ich weiß, dass ihr es seit Jahrhunderten pflegt, euren rechtmäßigen König zu ignorieren. Nun, Yalan, Politik ist ein Geben und Nehmen
aber hauptsächlich nimmt man sich das, was man möchte. Ja? Und den Al-Anfar glaube ich besonders. Und da jetzt ein gewisses Machtvakuum entstanden ist, mehr oder weniger durch unser Eingreifen, will dieses Vakuum natürlich gefüllt werden. Und möglicherweise drängt jemand, der eine gewisse Machtbasis hat, in dieses Machtvakuum, um es auszubauen. Warte, Boltax, ich weiß, wie ich es ihm erklären kann. Erinnerst du dich noch, als ihr zwei Kaiser hattet? Du meinst einen Kaiser und einen Jungen, der nicht weiß, was gut für ihn ist? So jung war Ansven auch nicht. Ich meinte Roar, ja. Ja, ach. Naja, also im Prinzip ist das dasselbe Problem. Hm. Jedenfalls. Der schwarze General hatte zumindest einst bereits die Herrschaft der Stadt inne, zusammen mit dem Triumvirat, mit dem Patriarchen und Franja. Bis das Triumvirat zerschlagen wurde, der schwarze General nach Port Korat versetzt und der Patriarch als Alleinherrscher eingesetzt wurde. Aber um seine Neutralität wisst ihr ja, wie es sich steht. Nun, sagen wir ja. Was genau erhoffen wir uns also von dem Mann? Der uns im Zweifelsfall nicht in die Quere kommt. Und dafür ist ein Geschenk sicherlich ganz sinnvoll. Um gut unseren guten mich. Willen. Das ist tatsächlich gut genug für mich. Naja, gut. Aber wir betrachten die Sache erst einmal in Ruhe. Wir wissen, wer momentan die Herrschaft oder das Kommando über die alanfanischen Truppe innehat, Bonaret. Und um ihre Unterstützung zu sichern, hat er von uns etwas abverlangt, was wir unmöglich tun können. Der schwarze General wird von jedem alanfanischen Soldaten respektiert. Wenn er einen Befehl gibt, dann wird jeder auf ihn hören, auch wenn er ihm nicht direkt unterstellt ist. Umso besser für uns, nehme ich an. Würde uns also zugutekommen, wenn Bonaret sein Kommando abgeben würde, sei es freiwillig oder unfreiwillig, und der schwarze General dieses übernehmen würde. Nun gut, wie gesagt, wir sichten die Sache morgen erst einmal. Also gut, morgen früh gehen wir also zum Gouverneur, schicken ein Papier zu diesem textgeweihten, wie hieß er gleich nochmal, Dorkstein. Und ich denke, am Nachmittag sollten wir ablegen können. Wäre es erledigt dann? In der Tat. Nun gut. Okay, so könnt ihr wieder nach oben gehen, in eure eigenen kleinen Zimmer und dort gut nächtigen. Irgendetwas, was ihr sonst noch tun möchtet, bevor ihr aufbrecht? Ja, ich würde mich noch mit einigen der Seeleute unterhalten wollen. Müssen wir jetzt nicht ausspielen, aber ich will einige Goldstücke bezahlen, damit der Brief auch in Aranien ankommt. Die Schokolade möchte ich jetzt nicht mitschicken. Okay. Weil die wird unterwegs wahrscheinlich aufgegessen. Ja. Die gebe ich ihr dann persönlich, wenn sie es dann soweit schafft, aber der Brief soll wenigstens, das Gedicht soll ankommen. Ja, der wird dann höchstwahrscheinlich bei dem nächsten Aufbruch eines Schiffes in Richtung Festum wird er dann mit anlaufen und Aranien ist ja dann auch nebenan. Der wird dann höchstwahrscheinlich auf dem Seewege nicht bei Zorgern abgegeben werden, aber dann eben über Meldereiter von Elburum aus. Und da musst du dann, ja, ich weiß nicht genau, also du bezahlst einen eben guten Preis, also das, was die Bailuker Reiter für die Strecke nehmen würden, und dir wird versichert, dass er ankommt. Ach, ja, ich würde gerne Feuersteine kaufen und Vulkansteine. Obsidian. Ja, wirst du bekommen. Das ist dann höchstwahrscheinlich von den Nachbarinseln oder so, aber kannst du bekommen. Ja, sehr schön. Ich werde es tatsächlich abends noch versuchen. Vermutlich frage ich im Hotel Vico. Ist das so? Vico Störmann. Vico Störmann, wo wir halt sind, nach, ob ich irgendwo Schokolade auftreiben kann. Denn, ja, wird es ja auch geben. Also im Gegensatz zu den Torwaldschen Piraten essen die das nicht selber auf, sondern handeln tatsächlich auch damit. Und das ist teuer, aber das kann man bekommen, ja.
Ja, ich bezahle vermutlich genauso viel wie Diamantes oder doppelt so viel, aber dafür ist die dann auch hübsch eingepackt mit einem Schleifchen drum. Und nicht angebissen. Richtig, aber das denn, ist wenn kein Ingrimms-Wort. Denn wenn er seiner Frau Schokolade mit nach Hause bringt, wird meine das hören und garantiert wird sie dann fragen, warum machst du für mich keine? Und dann ziehe ich die aus der Tasche und sag, aber Schatz, sieh mal. Ja, und bei dir ist dann eben noch so ein schönes Störrebrandschleifchen drauf, also das Beste vom Besten. Ich weiß, wie man verheiratet ist, ich hab das raus. Ja. Aber bis dahin ist die Schokolade geschmolzen. Nicht, wenn man sich noch eine Eistruhe kauft mit dem Caldo Frigo. Ich werde nicht... Warte, die gibt es. Warte kurz, ich muss schauen, was meine schwarze Kasse hergibt. Nein. Gut, sonst noch irgendwelche Kleinigkeiten zu Hause? Ich würde mir gerne einen Jahresvorrat an gebrannten Kaffeebohnen für meinen persönlichen Vorrat besorgen. Wie viel ist denn ein Jahresvorrat? Ein ganzes Fass? Ja, ist wahrscheinlich ein Sack voll mit du musst 10, das selbst malen, ja, okay. 10, 20 Steine, aber ich denke mal, die Kaffeemühle kann man organisieren. Auch also ist halt auch teuer, ne, aber nicht so teuer wie in einem Kusslecker Kaffeehaus. Richtig. Ja. Du siehst schon kommen, wie ich nachts in meiner Hängematte liege und pennen will, aber wir sitzen an seinem Schreibtisch. Schreibt. Kann ich knirschen. Kaffeebohnen sind Hummus, oder? Kaffeebohnen sind Hummus, ja. Oh ja. Du wirst nicht mit diesen Kaffeebohnen einen Gin beschwören. Wolltags. Ein Kaffee-Gin. Einen Kaffee-Gin. Du wirst keinen Kaffee-Gin beschwören. Hört sich an wie ein Maraskana. Ja, wenn die Nächte mal wieder ein bisschen länger werden. Und wenn ich das getan habe, dann würde ich mir nicht auf mein Hotelzimmer sitzen und probieren, diese Stück für Stück zu setzen. Ich habe ja so ein Krim-Wörterbuch, also so ein Zeichenbuch bekommen. Ja. Und dann mal die Symbole Stück für Stück. Würfel mal auf Krim. Auch wenn es alt ist, aber ich gestatte es dir schon einmal. Ich meine, nach meinem Wissen gibt es keine Unterscheidung zwischen altem und neuem Krim, weil neues Krim ist einfach Ressort. Ja, sagen wir so. Es gibt Krim und Kutschas. Kutschas ist die ältere Sprache. War das. Was sind Kutschas nicht auch diese Zauberglyphen? Also kann man daran nicht auch Arcana-Glyphen verfassen? Kutschas sind noch wesentlich komplexer, haben wesentlich mehr Schriftzeichen und ist eigentlich die Ursprache, aus der alles entstanden ist. Das Zylenia etc. Ja, also das Leder, was du dann aufrollst, vorsichtig, damit das nicht zerbricht, enthält wohl viel. Und du kannst dann wohl in dieser Nacht mit deinem allerersten Kaffee, die du zu dir nimmst, schon die ersten Teile der letzten Vision von Urnahor entschlüsseln. Klingt ja gar nicht ominös. Ich würde gerne die Feuersteine, die ich gekauft habe, auch noch bearbeiten. Also ich würde gerne aus den Feuersteinen 2-3 Ringe machen. Ja, für Angroschminia, Fragezeichen. Ja, wer weiß. Oder wer zum weiß. Zaubern. Werden zwergische Ehringe echt aus Feuerstein gemacht? Naja, Feuerstein ist halt, also oder Obsidian ist halt der Stein, in dem Erz und Feuer sich treffen. Und oh, okay, Erz also du möchtest keinen Feuerstein, sondern Vulkanglas haben. Obsidian, ja, genau. Okay, weil Feuerstein ist für mich Feuerstein. Nein, also ich meine tatsächlich Obsidian. Genau. Ja, okay, aber ich habe mich ja darüber gewundert, was er mit stinknormalen Feuersteinen will. Nein. Genau. Okay, ich würde gerne Pigmente kaufen. Pigmente zum Malen, zum Färben. Ja, genau, weil dieses zum Malen. Ja, zum Tätowieren. Kannst du im Prinzip damit auch alles machen. Also du kannst damit auch Batikkleidung herstellen oder sowas. Ja, also das ist ja noch nicht entschieden. Das ist ja noch nichts entschieden, wenn man einfach nur Pigmente kauft. Also genau. Ich gehe erstmal diesem Hisindigo nach, ja. Was ja anscheinend so die Spezialität von der Gegend ist und schaue, ob die noch andere Farben haben. Ja, genau. Also du wirst hier im Prinzip auch alle Farbpigmente bekommen, die du möchtest. Hergestellt eben dann aus Pflanzen, vielleicht teilweise auch aus Tieren. So kleine Schnecken oder sowas, die man dann zerstoßen hat. Also alles, was irgendwie man zum Farbegewinnen braucht, das, was so der Urwald alles hergibt.